Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es um Olivenöl. Ich bin wieder mal am Experimentieren und Testen und Probieren und gebe mal ein paar Informationen weiter. Nicht nur meine eigenen, sondern auch was ich so gefunden habe bei meinen Recherchen. Olivenöl gibt es seit 8000 Jahren. Das ist ein Pflanzenöl aus dem Fruchtfleisch und auch aus den Kernen von Oliven. Informationen zu Herstellungsverfahren, Anbaugebieten, Geschichte, Güteklassen, Qualitätsunterschieden gibt es massenhaft im Internet und bei Wikipedia gibt es eine sehr gute Seite. Ich werde diese und noch ein paar andere Sachen verlinken in den Kommentaren. Olivenöl ist eine wichtige Komponente der Mittelmeerküche. Man könnte sagen, fast 200 Millionen Menschen im Mittelmeerraum können sich nicht irren, oder? Verbrauch pro Person und Jahr. Griechenland 14,9 Liter, Spanien 11,5, Italien 10,5, Tunesien 10, Portugal 5, Frankreich 3,5, Schweiz 1,7, Österreich 1,2, USA 1 Liter pro Person und Jahr, Deutschland 0,8. Also die USA und Deutschland sind Olivenölverächter. Ganz offensichtlich. Tatsache ist, dass in der EU weltweit das meiste Olivenöl verbraucht wird, obwohl es in vielen Ländern angebaut wird. In Italien alleine gibt es mehr als 250 Marken. Im Mittelmeerraum gibt es ca. 1000 Olivensorten, von denen 860 für Olivenöl geeignet sind. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne? 860 Olivensorten. Olivenöl hat einen hohen Rauchpunkt. Der liegt bei nativem Olivenöl bei 180 Grad etwa. Raffiniertes Olivenöl 220 Grad Celsius. Die sind gut zum Backen und Braten. Beim Frittieren müsste man vielleicht ein anderes Öl nehmen. Denn zu hohe Temperaturen zerstören Antioxidantien und schaden dem Öl, das dann seinerseits eventuell uns schadet. Also Olivenöl, da würde ich empfehlen, es kalt zu verwenden oder nach dem Kochen das Öl dem Essen hinzuzufügen, sodass es nicht mehr mitgekocht wird. Da bleiben die Inhaltsstoffe am besten erhalten. Kaltgepresstes Olivenöl war in der Antike ein Heilmittel für innere und äußere Anwendung, kam in der Schönheitspflege gleich nach der Eselsmilch und das wollte etwas heißen. Extra natives Olivenöl enthält Oleocanthal. Das hat eine entzündungshemmende Wirkung und ist vergleichbar mit Ibuprofen. Zusammensetzung. Olivenöl besteht aus an Glycerin gebundene Fettsäuren, das sind Triglyceride. Es enthält Ölsäure, Palmitinsäure, Linolsäure, Stearinsäure und Palmitoleinsäure. Naturbelassenes Olivenöl wirkt antioxidativ und bringt eine Reihe an Gesundheitsvorteilen mit sich. Mehr dazu bei Wikipedia und den anderen Links, die ihr in den Kommentaren finden werdet. Olivenöl ist kein guter Lieferant für Omega-3 und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Natives Olivenöl ist ein reines Naturprodukt. Die meisten anderen Pflanzenöle werden durch Raffinierung hergestellt und sind nicht zu empfehlen. Da könnt ihr euch schlau machen, was die einzelnen Öle betrifft, wenn ihr wissen wollt, wie die produziert werden. Zusammensetzung von Olivenöl: 77% einfach ungesättigte Fettsäuren, 14% gesättigte Fettsäuren, 9% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Diese Mischung ist es, was das Olivenöl so wertvoll macht. Viele Polyphenole gelten als gesundheitsfördernd. Einige wirken wie andere Antioxidantien, entzündungshemmend und krebsvorbeugend. In Studien wurde die Hemmung des Wachstums von Krebszellen nachgewiesen, vor allem im
Brust, Lunge, Haut, Darm und Prostata. Flavonoide und Anthocyane schützen vor freien Radikalen, verlangsamen die Zelloxidation, vermindern Plaque-Ablagerungen in den Blutgefäßen und beugen damit Arteriosklerose vor. Olivenöl ist antikarzinogen, senkt also das Krebsrisiko. Bestimmte Inhaltsstoffe zerstören Krebszellen, das betrifft vor allem den Brustkrebs. Olivenöl wirkt schmerzstillend, arterienerweiternd, entzündungshemmend, antibakteriell, antioxidativ, sättigend. Es verbessert die Fließfähigkeit des Blutes. Das tut es wirklich. Gedächtnisleistung und Lernfähigkeit, die Kommunikation der Synapsen im Gehirn, rheumatoide Arthritis, Haut und Haare durch Handcreme, Gesichtsmasken, Haarkuren und was man da alles machen kann. Es verhindert Herzinfarkt und Schlaganfall, Alzheimer und Parkinson, Thrombosen, alles durch die verbesserte Fließfähigkeit des Blutes und Osteoporose. Es schützt Galle und Bauchspeicheldrüse und senkt damit das Risiko, am Diabetes vom Typ 2 zu erkranken. Es unterstützt das Verdauungssystem, die Knochengesundheit, die Zellerneuerung, wirkt Zellalterung entgegen und fördert die Reifung neuer Nervenzellen zum Beispiel und hilft auch beim Abnehmen durch eine hervorragende Sättigungswirkung. Meine persönliche Erfahrung ist, dass meine Durchblutung besser geworden ist. Ich mache das jetzt seit ein paar Wochen. Also da ich sehe das regelrecht an meinen Händen, dass die Blutgefäße größer, weiter werden und demzufolge besser durchblutet sind. Die Sättigung ist sehr gut. Man kann, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, einen Löffel Olivenöl eine Viertelstunde, 20 Minuten vor dem Essen schlucken und dann ist man eher satt oder man kann es über das Essen kippen und auch das verfehlt nicht seine Wirkung. Wunden heilen schneller, wenn man es zum Beispiel äußerlich aufträgt oder als Handcreme, als Fußcreme benutzt. Gerade wenn man älter wird, wird die Haut ja sehr trocken. Da gibt es dann Schrunden, auch Ragaden genannt, eingerissene Fersen und solche Sachen. Ich hab hier so ein, hier am Finger, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe da so einen Riss und ich habe festgestellt, wenn ich da Olivenöl drauf mache, also als Handcreme sozusagen, dass das dann erstens weniger wehtut. Das ist nämlich sonst sehr schmerzhaft und schneller heilt. Ich putze auch meine Zähne mit Olivenöl. Und das funktioniert hervorragend. Kokosöl geht auch. Habe ich auch schon gemacht. Hin und wieder nehme ich Kaisernatron. Zahnpasta kommt bei mir nicht mehr ins Haus. Wegen unerwünschten Inhaltsstoffen. Anwendungsmöglichkeiten. Das kommt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich so zusammengesucht bei meinen Recherchen. Olivenöl eignet sich als Massageöl, Badeöl, Haarkur. Man kann Hühneraugen damit behandeln oder Sonnenbrände. Es reduziert Schuppen und Mundgeruch, hilft bei trockener Haut, rissigen Händen, wie gesagt, brüchige Fingernägel, Hornhaut. Man kann es zum Schuheputzen nehmen, das ist wasserabweisend und die Schuhe glänzen schön. Oder auch als Möbelpolitur, entweder alleine oder zusammen mit Essig, wie so eine Salatsauce. Ich habe das schon probiert. Bei Echtholz, das funktioniert wirklich gut, aber man kann auch das Öl alleine verwenden, braucht kein Essig dazu oder man kann auch ein ganz anderes Öl nehmen, denn dem Holz ist es, glaube ich, egal, da muss es nicht das teure Olivenöl sein. So, das waren die guten Nachrichten, auch es gibt sicher noch mehr, da müsstet ihr mal euch ein bisschen im Internet schlau machen, aber es gibt auch ein paar weniger gute, man muss nämlich aufpassen beim Kauf. Da gibt es diverse Untersuchungsergebnisse, Testverfahren zu den Themen Herkunftsangabe und Fälschungen. Laut Taschenführer Olivenöl Italien waren 2011 von 560 Ölen nur 50 akzeptabel.
sind nicht mal 10%. Und nur 20 galten als gut von 560. Das ist armselig. Eine Untersuchung von 2016 der Stiftung Warentest kam zu dem Ergebnis, dass von 26 Olivenölen der Kategorie Nativ Extra 13 mangelhaft waren. Das ist die Hälfte. Bei 5 Ölen konnte die angegebene Herkunft nicht bestätigt werden und gemischter Ursprung war nicht deklariert. Außerdem gab es eine Schadstoffbelastung. 5 der Olivenöle waren mit Mineralöl belastet. In 20 Ölen wurden Pestizide nachgewiesen und 5 Produkte enthielten Weichmacher. Die EU-Verordnung 29/2012 schreibt für native Olivenöle, also nativ und nativ extra, eine Ursprungsangabe vor. Wenn ein Land genannt ist, müssen die Oliven in diesem Land geerntet und gepresst worden sein. Abweichende Herkunft aus Drittländern muss angegeben sein. 80% des italienischen Olivenöls stammt nicht aus Italien, sondern wurde nur dort aufbereitet. Und Hinweise, dass eine Mischung vorliegt, gibt es nicht. Italienisches Olivenöl ist ja sehr beliebt und hat einen guten Ruf und dadurch ist die Nachfrage sehr groß und je mehr die Nachfrage steigt, desto mehr wollen die Hersteller verkaufen und wenn man nicht genug hat, weil nur so und so viel da ist, Olivenöl kann man nicht nach Lust und Laune vermehren, dann lässt man sich was einfallen. Ne? Und das ist nicht seriös. Also vielleicht sollte man über eine andere Herkunft nachdenken. Ökotest fand 2019 in der Hälfte von 20 untersuchten Olivenölen der höchsten Güteklasse, das ist Nativ Extra, Mineralölrückstände und Weichmacher. Von 12 Bioölen erfüllten nur 4 die Voraussetzungen. Und wie kommt das Mineralöl zum Beispiel ins Olivenöl? Nein, die kippen das da nicht rein, weil sie uns übers Ohr hauen wollen, sondern das sind Rückstände, die mit dem Verarbeitungsprozess zusammenhängen. Zum Beispiel Schmieröle von Erntemaschinen, die Förderbänder der Ölmühlen können solche Rückstände enthalten oder da können sich Rückstände befinden. Die Kettensägen, mit denen die Olivenbäume beschnitten werden, Pestizide auf Paraffinölbasis, Feinstaubabgase. Ursachen gibt es viele, das sind auch keine großen Mengen, aber optimal ist das halt nicht. Zumindest waren die Olivenöle nicht mit anderen Pflanzenölen gestreckt, was ja auch oft gemacht wird. Ne? Je höher die Nachfrage, desto mehr versucht man zu liefern. Und das wird dann etwas unseriös. Und es waren keine anderen Schadstoffe nachweisbar, aber toll ist das natürlich alles nicht. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass der höchste Preis auch das beste Produkt ist. Aber im Fall von Olivenöl glaube ich, dass es da einen Zusammenhang schon gibt zwischen Preis und Qualität. Der Großteil der Kosten, das sind etwa 80%, landet erfreulicherweise bei den Landwirten für die Pflege der Bäume und die Ernte und nicht bei den Mittelsmännern, wie das bei Fertigprodukten zum Beispiel der Fall ist oder bei Milch, wo die Landwirte fast nichts verdienen und alles beim Supermarkt und bei den Mittelsmännern hängen bleibt. Olivenöl für 4 oder 5 Euro aus dem Supermarkt ist qualitativ immer minderwertig. Das heißt nicht, dass man es nicht essen kann, aber man darf da nichts Besonderes erwarten. Der Preis variiert nach Region, nach Sorte, nach Geschmack und wirklich hochwertige Olivenöle gibt es wahrscheinlich nur bei den Herstellern und in Feinkostläden. Hier bei uns gibt es AOP, vielleicht wird das auch in Deutschland verkauft. Diese Markierung AOP bedeutet Appellation d'origine protégée, das ist eine geschützte
Bezeichnung, die nur vergeben wird, wenn das Produkt an einem Ort geerntet, verarbeitet und abgefüllt wurde. Das gibt einem dann halbwegs die Sicherheit, ein vernünftiges Produkt zu haben. Der Mindestpreis pro Liter für Olivenöl bester Qualität liegt in Mitteleuropa bei etwa 20 Euro. Das ist ein stolzer Preis, aber ich denke, es lohnt sich. Ein wirklich gutes Olivenöl kostet unter Umständen sogar mehr. Das ist auch etwa das, was ich ausgebe für mein Olivenöl. Das ist keine Literflasche, ich glaube, es ist ein halber Liter, kostet so um die 11 oder 12. Ja, das kommt hin, 20, 24 Euro muss man dafür schon hinlegen, wenn man etwas Gescheites haben möchte. Olivenöl, was im Laden unter einer Lampe steht oder im Licht oder sogar im Sonnenlicht, sollte man nicht kaufen. Das ist nicht gut. Olivenöl sollte kühl und dunkel aufbewahrt werden, sowohl im Laden als auch zu Hause. Ich kaufe zum Beispiel gerne eine Olivenölsorte, da ist die Flasche mit Alu, so eine Art Alufolie, vollkommen eingewickelt von oben bis unten, und die lasse ich auch drum, die mache ich nicht ab, und das schützt das Olivenöl vor dem Licht, was nicht unwichtig ist. Olivenöl wird nicht so schnell ranzig wie Leinöl zum Beispiel, aber es hält, auch Olivenöl hält sich nicht ewig. So, das war das, was ich erzählen wollte. Die Links werde ich in den Kommentaren hinterlassen. Wer Fragen hat, möge das sagen. Ansonsten wünsche ich euch wieder ein schönes Wochenende, gute Gesundheit, ein langes Leben. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage euch Tschüss und bis bald.